Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ja, es war wieder Zeit für ein Mittwochsvideo, wobei das jetzt fast so klingt wie wir müssen reden. Na, so schlimm ist es nicht. Also ist jetzt nicht die große Katastrophe passiert. Ich war nur letzte Woche in Wiehe. Wem der Ort Wiehe nichts sagt, ja, wie erkläre ich das jetzt? Das ist eine der großen Modellbahn-Schauanlagen, die es in Deutschland gibt, wo ja immer zuerst das Miniaturwunderland genannt wird und dann so diverse andere. Wiehe ist, die Anlage in Wiehe ist, hat also in der Anfangszeit hat das immer Presse dadurch gekriegt, dass diese ein bisschen mit Miniaturwunderland konkurriert haben. Da ging es immer darum, wer hat die größte Anlage und wer hat dies und wer hat jenes und wer ist toll und wer ist noch toller. Und da muss man natürlich sagen, da hat Hamburg Wiehe also doch deutlich abgehangen. Aber das ist ja kein Grund, da das nicht mal wieder zu besuchen. Ich war vor vielen Jahren mal dort. Ich wollte es unbedingt wieder hin, weil der Betreiber in Wiehe inzwischen, naja, im vorgerückten Alter ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber irgendwie über 80 schon, wenn ich das richtig vernommen habe. Und er sich jeden Tag, also ich habe ihn dort auch da rumkreiseln sehen, ne, mit seinem Fahrrad, sich jeden Tag da noch drum kümmert und aber gerne in den Ruhestand gehen möchte und jemanden sucht, der das Ganze übernimmt. Und da war, weiß ich nicht, ob im vergangenen Jahr oder schon vorher war, also eine Suche, da wurde erstmal niemand gefunden. Und ich habe ihn jetzt gefragt, wie der aktuelle Stand ist. Es ist immer noch in Verhandlung, aber zwischenzeitlich war dann mal die Rede davon, dass es schließt. Und ja, jetzt hatte ich zumindest auf der Homepage noch gesehen, dass es also Termine für Ostern gibt. Also war ich jetzt am letzten Wochenende, habe ich mir gedacht, naja, kommst du einfach mal hin, mal sehen, was da ist. Ja, darüber wird es dann ein Video geben. Wann das kommt, weiß ich noch nicht. Einfach, weil ich deshalb, weiß ich nicht, glaube ich, 6 Wochen Vorlauf habe, was die Videos angeht. Also, kann mich jetzt auch irren, aber ich glaube, es waren 6 Wochen. Also, ich weiß nicht, ob ich es ja irgendwo noch dazwischen schiebe, aber soll mal schauen. Ich wollte es auch schon mal ankündigen, dass ich das Thema mal aufgreifen werde. Es wird da sicher auch ein bisschen Diskussionsbedarf geben, weil ihr wisst ja, wenn ich irgendwo eine Anlage sehe, dann muss ich natürlich auch dann das eine oder andere Wort darüber loswerden. Ja, was gibt es noch? Ich weiß es nicht so hundertprozentig, wann dieses Video erscheinen wird, also an welchem Mittwoch. Deshalb kann es sein, dass also manches, was ich jetzt hier ankündige, schon gelaufen ist. Wir haben auf jeden Fall vor uns die Modellbahnmesse in Chemnitz und die Modellbahnmesse in Dresden, die ja beide relativ kurz hintereinander waren und wo es auch bei beiden Sachen gab, die also wirklich durchaus erwähnenswert sind. Also das lohnt sich da reinzuschauen. Dann haben wir noch eine weitere Folge vom Bastelabend, also die Folge 2. Die Folge 3 ist, naja, geschnitten ist vielleicht das falsche Wort, also sagen wir mal so, Videoschnipsel zurecht sortiert, das trifft es vielleicht eher. Aber das ist, ich weiß auch nicht, ob da schon genug Material jetzt da ist, dass wir daraus ein Video machen können. Allerdings, heute ist Dienstag, während ich jetzt hier dieses Video aufnehme,
Am Donnerstag geht es wieder zum Bastelabend. Und da schauen wir mal, was da alles so passiert. Ne? Also es gibt dann wieder Material. Und ja. Ja, dann ist in Vorbereitung etwas, was vielleicht jetzt nicht jeder erwartet hier auf dem Kanal. Weil ich habe mal wieder ein Fremo-Treffen besucht, das ist natürlich nicht überraschend, aber überraschend ist, es war Epoche 6. Also auch da wird es ein Video geben, das ist auch schon fertig, das ist glaube ich sogar schon hochgeladen. Also wer jetzt von meinen Zuschauern der großer Epoche 6 Fan ist, ich werde leider nicht so viel erklären können, einfach weil ich davon relativ wenig Ahnung habe. Aber es wird zumindest ein paar fahrende Züge geben und ein Arrangement und mal sehen, was noch alles. Das war in einer Schulsporthalle. Und nebenan in der Aula war ein TT-Treffen. Da habe ich auch gefilmt, allerdings gab es da ein kleines Problem. Und zwar gab es da einen Kollegen, der nicht wollte, dass ich seine Module, also zwar filme, aber nicht jetzt veröffentliche. Einfach weil er nicht wollte, muss irgendwie mal schlechte Erfahrungen gemacht haben mit irgendwelchen Kritikern, wobei ich jetzt sagen muss, dass an dem, was er da gebaut hat, ich jetzt nicht wüsste, was man jetzt großartig kritisieren könnte oder sollte. Also gut, aber da ist ja jeder auch ein bisschen, ist ja jeder ein bisschen anders und jeder auch ein bisschen anders empfindlich und geht auch anders mit Kritik um oder kann aufgrund seiner seines Charakters oder seiner Erfahrungen eben nur nicht mit allem umgehen. Das ist halt, wir sind ja alle ein bisschen unterschiedlich. Ich will das jetzt auch nicht um Himmels Willen nicht verurteilen, weil es in seinem Modul ist, seine Arbeit. Er muss letztendlich darüber entscheiden, was damit passiert mit irgendwelchen Bildern. Das ist halt so. Das ist ja wie gesagt keine öffentliche Veranstaltung. Das stellt mich zwar jetzt vor Probleme, aber ja, ich hatte es bisher noch nicht. Da müssen wir mal schauen, ob dieses Video erscheint. Das ist also auch fertig geschnitten und das liegt jetzt bei den TT-Freunden zur Begutachtung. Ja. Und da muss ich mal sehen, also was weiß ich, das kann auch sein, denen gefällt dieses nicht, gefällt jenes nicht. Muss ich das noch umschneiden? Die nehmen da jetzt auch keine Rücksicht darauf, dass ich noch 100 andere Videos habe. Na, 100 nicht. Also. Aber dass Zeit endlich ist und ich das alles in der Freizeit mache. Und naja, was ist so? Es ist auch, ich erlebe das auch mit meinen Leuten jetzt immer mal. Der Fremoikaner neigt halt zum mehr oder weniger zum Perfektionismus. Da kriege ich für meine Videos immer mal Kritik, dass ich eben dieses nicht genannt habe und das ist falsch und das ist einfach, ich mache es ja, also bei bestimmten Sachen habe ich es angewöhnt, dann doch mal Google zu benutzen oder mir den Plan, den Arrangementplan zurechtzulegen. Beim letzten Mal war es wieder, da habe ich irgendeine Betriebsstelle vergessen, ich habe die aber gar nicht vergessen. Das war eine tschechische Betriebsstelle. Ich wollte den Namen einfach nicht aussprechen, weil das hundertprozentig gegen Baum gegangen wäre. Und das wurde auch gleich wieder kritisiert. Und da habe ich dies vergessen und dann hätte ich jenes noch erwähnen sollen. Wie gesagt, der Fremoikaner neigt so ein bisschen zum Perfektionismus und kommt mit meinen Videos, die dann doch eher so ein bisschen, naja, so ein bisschen auf so eine flapsige Art und
ein bisschen, manchmal ein bisschen unkonkret, ne, kommen manche nicht klar. Ne. Aber damit muss ich halt jetzt wieder klarkommen. Und dann kommen wir schon irgendwie zueinander. Und ich mache jede Wette, da von die TT kommt dann noch. Dann habe ich auch wieder irgendwas nicht erwähnt. Und dann, naja, kann es sein, dass das Video doch noch nicht fertig ist. Aber wie gesagt, ich habe ja hier einen ewig langen Vorlauf, also das kann sein, dass das erst im Mai kommt. Ne? Also wir haben jetzt Ende März. Ne? Ja, das ist so, aber das ist jetzt eher so ein bisschen, es ist ja eigentlich gut, ne? Also wenn viele Videos da sind und ist ja eigentlich gut, wenn, jetzt was weiß ich, wenn ich jetzt hier quasi videotechnisch von der Hand im Mund lebe, so wie es manchmal im Sommer ist, dass es einfach keine Themen gibt und dass man also eher draußen unterwegs ist und irgendwas mal nicht mit Bahn und Eisenbahn macht. Dann, ja, dann ist halt eine Lücke. Ne? Aber im Sommer gucken eh nicht so viele meinen Kanal. Also es ist auch jetzt schon, dass so die Zugriffe zurückgehen. Ich weiß nicht, ob das so das, ob das jetzt so das Frühjahr ist oder ob ich euch jetzt mit Fremo-Treffen 30k Muckern in 8 Folgen ein bisschen überfordert habe. Das weiß ich jetzt nicht. Achso, dann habe ich dann gibt es noch 2 Umfragen, wobei die eine habe ich jetzt im Moment noch gar nicht gemacht, die war eigentlich für Sonntag noch angekündigt, aber das habe ich dann am Sonntag irgendwie vergessen. Es geht um das Thema kurze Videos. Also ich persönlich habe ja, also das ist das eine Thema, ne, wo es also die Umfrage schon gibt. Und ja, das Thema kurze Videos. Und da ist, ich habe ja eh schon so ein bisschen eine Abneigung gegen diese sogenannten Shorts. Einfach weil es mir so geht, dass, also ich habe einen Kanal abonniert, der das relativ viel macht. Und ich freue mich dann, ah, es kommt ein Video und dann kommen hier, was weiß ich, hier 15 Sekunden Video und da hat es sich fast schon nicht gelohnt, das Handy in der Hand zu nehmen. Zumal es liegt bei ihm auch ein bisschen an der Thematik. Der ist so eher so der digital Mensch. Das sind so Geschichten, die mich jetzt nicht vom Hocker hauen. Na, also das ist nicht gleich auch daran. Aber ich muss sagen, ich habe dazu wie jetzt die Umfrage, das sind also, weil ich, als ich geguckt habe, das letzte Mal waren 44 Stimmen abgegeben. Davon wollten 75% keine kurzen Videos haben. Ich würde es jetzt mal so sagen. Shorts sind mir auch, achso, das habe ich auch noch vergessen. Shorts sind mir auch deshalb ein bisschen unsympathisch, weil die im Hochformat sind. Also Hochformat, das ist so ein bisschen so eine Handy-Geschichte und so eine Instagram-Geschichte, das ist etwas, was ich als jemand, der sich schon ein bisschen länger mit Video, also auch aus der Vor-Handy-Zeit sich mit Video beschäftigt hat, ist das für mich so ein bisschen Teufelszeug. Also ich werde wahrscheinlich, wird es bei mir keine Shorts geben in Zukunft. Was es vielleicht geben wird, sind kurze Videos, aber im Querformat. Also ja, Querformat. Da wird es aber so sein, dass man sozusagen anhand des Tages, wann das Video erscheint, ne, also für die, die jetzt da täglich in ihrer Timeline gucken und gucken, was jetzt hier, was ja nicht wenige sind von euch, ne, also wenn bei mir irgendwas erscheint, habe ich die meisten Zugriffe in den ersten beiden Tagen. Das heißt, wenn am Freitagabend 19 Uhr ein Video erscheint, dann wird es immer ein Video sein, was mindestens 10 Minuten lang ist. Ja, also,
ich würde jetzt die Grenze mal bei 25, 30 Minuten sehen. So als Bach, als. Also weiß ich nicht, ich habe früher auch längere Videos gemacht, aber ich bin davon abgekommen. Weil ich auch in meiner Statistik. Gibt es halt viele Leute, die dann nach. Weiß ich nicht, es gibt welche, die natürlich schon in den ersten 2 Minuten wegschalten. Aber es gibt auch welche, die dann so nach 10 Minuten oder nach 5 Minuten dann keine Lust mehr haben, das Video weiter zu gucken. Und ja, da will ich jetzt die nicht zu lang machen. Es wird keine Videos über eine Stunde oder so geben. Die werde ich dann immer aufteilen. Na, es gibt durchaus Kanäle, die machen das, aber ich kann da jetzt nicht so wirklich so einen riesengroßen Sinn darin sehen, da die Videos so fürchterlich in die Länge zu ziehen. Ja, die zweite Umfrage wird dann sein, wie wollt ihr es denn mit Livestream haben? Da gibt es im Prinzip 2 Varianten. Also wir machen keine Livestreams. Ne? Die eine ist sozusagen der kurze Livestream. Also ich bin irgendwo, ne? Also was weiß ich, war jetzt in Wir und hätte jetzt in Wir das Handy gezückt. Ich habe es allerdings leider vergessen. Irgendwie, ach so, ja, nee. Nee, da war noch was ganz anderes in mir. Ich habe einfach komplett vergessen, dass ich, also ich habe früh das Handy genommen, in der Hand genommen und habe Videos geguckt. So, und habe dann irgendwann, also es fängt also mein Tag an, ne? Also ich muss irgendwie, um in den Tag reinzukommen, muss ich irgendwie Handy anmachen und Videos gucken. Also andere brauchen einen Kaffee, ich brauche meine Videos. So, und da ist es, naja, und dann ist natürlich das Handy, das ist ja auch nicht mehr das allerneueste, das ist natürlich dann zum Teil entladen. Und naja, und dann habe ich mir gedacht, naja, du hast ja deine Powerbank, kannst du unterwegs aufladen. Und dann bin ich in Via angekommen, hatte glaube ich nicht 50% oder so. Dann habe ich dort gefilmt, dann waren es 20%. Und dann habe ich meine Powerbank gezückt und habe gesehen, die hat 14%. Aber die hat das Handy trotzdem so weit gebracht, ich muss dann auch irgendwie noch nach Hause navigieren. Da brauche ich auch noch das Handy. Also das ist, da war ich ein bisschen nachlässig. Und das sollte mir noch möglichst nicht mehr passieren, sowas. Das ist, war nicht sehr professionell. Naja, gut, also, aber zurück zum Thema. Ja, deshalb gab es dort diesen kurzen Livestream, das wollte ich mir eigentlich mal angewöhnen, dass ich dort schon mal, was weiß ich, irgendwo live gehe und mal kurz zu euch rede. Das wird allerdings dann wahrscheinlich im Hochformat sein. Zumindest war es beim letzten Mal so, da wollte irgendwie, wenn ich vom Handy live streame, wollte die YouTube-App nicht ins Querformat schalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist oder ob ich da einfach jetzt zu dumm war, das richtig so einzustellen, weiß ich nicht. Da muss ich mich noch mal schlau machen. Denn ich will ja auch nicht, dass ihr dann irgendwie das ist hier quasi im gekippten Zustand dann noch gucken könnt.
So, schwierige Verkehrssituation überstanden. Naja, hier ist ein bisschen. Er stellt sich gerade ein bisschen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die etwas längeren Livestreams. Da wird es keine Regelmäßigkeit geben, weil ich genau wie bei meinen Mittwochsvideos keine regelmäßigen Themen habe. Es sei denn, es gibt von euch jetzt hier irgendwie, mach mal dies, mach mal jenes, und das heißt natürlich nicht, dass ich das dann auch mache, sondern ich muss ja genug Themen und genug Futter haben, um das dann auch darzulegen. Ja, also ja, man könnte mal wieder, was weiß ich, so einen kleinen Rundgang machen und auch andere Kanäle vorstellen. Ja, das ist, weiß ich, es gibt durchaus Kanäle, die es verdient hätten, da ein bisschen mehr Beachtung zu bekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit habe ich auch jetzt nicht mehr so viel Modellbahn-Content geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe zwar sehr viele Leute abonniert, aber sind eben häufig jetzt Themen, die mich jetzt in meiner, sagen wir mal, besonderen Modellbahn-Situation, in der ich ja in der Woche 1 und 2 unterwegs bin, gibt es da also sehr, sehr wenig, was da mich jetzt vom Hocker hält. Also wenn da jetzt jemand, was weiß ich, das neueste Produkt von Firma XYZ vorstellt und dann da irgendeine Lok auf dem Drehteller präsentiert und dann sämtliche einprogrammierten Töne sein sind und sinnvoll oder nicht. Also ich halte manches für völlig sinnlos. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rangierlok, oder war es nicht mal eine Rangierlok, ich weiß es gar nicht mehr, und da war dann der Funkverkehr zu hören. Na? Also das ist vielleicht witzig, aber wenn ich jetzt vor der Anlage stehe, ne, habe ich jetzt, wenn ich das jetzt ins Vorbild umrechne, habe ich jetzt vielleicht also mindestens 100 Meter quasi zu dieser Rangierlok. Ne. Und dann höre ich diesen Funk, den ich auf 100 Meter wahrscheinlich gar nicht mitkriegen würde, rein akustisch von der Lautstärke her, den höre ich jetzt so laut, als ob ich davor stehe. Also selbst wenn man davor steht, hört man nicht so laut. Ne? Weil dann natürlich der Motor, da muss man wahrscheinlich in der Lok sein, um das überhaupt zu hören. Also das sind so Stilblüten, wo ich mich frage, was es soll. Ne? Also das sind so. Ich mag da jetzt auch nicht so unbedingt immer kommentieren, weil ja, da kann jetzt der das Video macht, kann ja auch nichts dafür. Ne? Also wenn ich jetzt dort ihm erzähle, dass ich das scheiße finde, ja, dann bringt das nichts. Ne? Zumal ich mir sowieso in letzter Zeit sowieso ein bisschen abgewöhnt habe, jetzt auch in Videos. Ja, ab und zu, bei manchen weiß man, dass es vertragen. Ne? Also komischerweise ist bei denen, die es vertragen, findest du da nicht mehr zu meckern. Ne? Also das ist auch wieder so eine Geschichte. Also, aber es gibt eben Leute, ich habe da schon so diverse Dialoge durch. Da sind auch teilweise Kanäle mit recht vielen Abonnenten, wo man dann irgendwo was sagt und wo dann, was weiß ich, Sachen zurückkommt, wo man sich fragt, ei. Da ist aber mit Kritikfähigkeit ist schwierig. Ich will da jetzt keinen Namen nennen. Aber hat ja alles seine Berechtigung und jeder hat so seinen Charakter und jeder hat so seine Besonderheiten. Und als Modellbahner sind wir ja sowieso irgendwie, naja, mehr oder weniger als Freaks unterwegs. Also man muss sich über komische Sachen
Weiß ich nicht, muss man sich bei Modellbahnern irgendwie vielleicht noch ein bisschen weniger wundern als bei dem Durchschnitt der Bevölkerung. Weil der Anteil von Leuten, die jetzt, ja, wie nennen wir es jetzt mal vorsichtig, so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs sind, manchmal ein kleines bisschen zur Weltfremdheit neigen, ja, also bei den YouTubern vielleicht, ja, bei den YouTubern eigentlich weniger, weil die reden ja quasi zu ihren Zuschauern. Aber hier und da und dort, ja, da ist dann doch, naja, schwieriges Thema. Gut, ja, jetzt habe ich sicher irgendein Thema aufgemacht, bin von 100. ins 1000. gekommen und weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, wo ich war. Ich glaube, Livestreams. Ja. Es ist für mich jetzt nicht einfach, da Themen zu finden. Also, was ich gerne machen würde, es gibt ja Formate, ist natürlich auch nicht meine Erfindung, ne? Was mir sehr gefallen hat, war, aber das ist eben schwierig, auch selber auf die Beine zu stellen, weil ich da jetzt in meiner, naja, Modellbahnumgebung jetzt, sagen wir mal, Leute habe, die da, was das angeht, eher so ein bisschen zurückhaltend sind. Also es gab von den Modellbahnfreunden vor ein paar Wochen ein Livestream, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen von dem Kanal, wo das lief und wo man es vielleicht jetzt noch sich angucken kann. Da hieß es im Modellbahnfreunde, in der Modellbahnfreunde WhatsApp-Liste, ja, wer Lust hat, dazu zu kommen, kommt halt dazu. Ich weiß, es waren irgendwie, waren dann 6 Leute im Stream, ne? Also als Skype-Konferenz. Und irgendwann gegen Ende, weil ich nicht so richtig geschnallt habe, wie ich da reinkomme, bin ich auch drin gewesen und dann haben wir uns da nett unterhalten und ich finde, dass solche Runden einfach viel bringen, weil man sich eben so ein bisschen austauschen kann. Ich habe auch jetzt, ich bin also eingeladen worden von einem Kollegen, von einem Modellbahnkollegen, den ich in Bonner bei der Ausstellung getroffen habe, der mit mir ins Erzgebirge fahren will, zu dieser Spur 1 Anlage, wo ich auch schon mal ein Video drüber gemacht habe. Wo ich allerdings das Problem hatte, dass die da irgendwelche technischen Probleme hatten und da dann nicht mehr so viel gefahren ist. Aber, was ist das, war irgendwann, nee, das ist 2 Jahre her und das ist, also da könnte man durchaus das Thema nochmal aufgreifen und das Video einfach nochmal neu machen. Ja. Und ja, da hatte ich so die Idee, das weiß ich nicht, ob er da mitspielt, da hatte ich so die Idee, ein Mittwochsvideo zu machen. Und zwar zu zweit. Das heißt, ihr seht jetzt nicht nur mich hier im Auto, sondern ich werde wahrscheinlich auf der Beifahrerseite sitzen. Und ihr seht dann uns alle beide. Und wir unterhalten uns dann. Ich hoffe, dass das auch tontechnisch oft geht. Aber im Auto sollte das eigentlich funktionieren, weil man außer dem Motor, also das ist ja hier so abgeschlossen, wenn es nicht gerade ein Cabrio ist, ne, ist das ja so abgeschlossen und dann, also das ist mal so eine Idee, wo man das mal machen könnte. Also sowas würde ich gerne machen, mir fehlen aber im Moment so ein bisschen die Themen und die Leute, bis auf die eine Person. Mit dem ich das durchziehe. So. Also so gerade, es gibt ja auch den Kanal, das ist ja ein Podcast. Wie hieß es denn? Mietenzähler und was mit Mietenzähler und Pickelbarner und ja, ich bin halt jetzt im Auto, ich kann halt nicht nachgucken. Wo sich also 3 Leute zusammengefunden haben, die auch wirklich kompetent sind und
Wobei ich sagen muss, dass es wie bei vielen Modellbahnen, also mir das teilweise auch so ein bisschen eine Inselkompetenz ist, ne? So wie ich jetzt nicht über meine Epoche 2 oder 1 rausblicke, wo ich natürlich im Himmelswillen nicht alles weiß, ist es dort eben eher so, dass sie aus ihrer Epoche 4 dB nicht rauskommen und alles andere eben nicht stattfindet. Alles andere, muss ich aber sagen, ist, es sind wirklich sehr kompetente Leute. Es sind auch Kanäle, die jetzt nicht nur 3 Abonnenten haben, sondern die also sich so im mittleren vierstelligen Bereich bewegen. Also es sind jetzt keine, die keiner sehen will oder hören will. Also da, also sowas muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mich zumindest gerne dran beteiligen. Oder es selber machen. Ja. Also das ist eine Geschichte, die mich interessieren würde. Weil, was weiß ich, wenn ich hier irgendwas erzähle, mich korrigiert ja jetzt niemand, wenn ich irgendwelchen Quatsch erzähle. Ja, wenn das aber in einer Runde passiert, dann, ne, da kommt es am Ende eben quasi, es wird dann korrigiert. Ne? Also findet sich jemand, was weiß ich, in der Runde, der es besser weiß. Und der dann. Es bleibt dann nicht so stehen wie jetzt hier, ne? Dass ich nicht weiß, wie hier der Podcast heißt. Ne? Das wäre schon sogar angehubt, glaubt man dann sowas auch. So. Gut, die nächste komplizierte Verkehrssituation. Ja, gut. Also ich denke aber, wir haben jetzt, ich habe das jetzt lang genug ausgedehnt, das Mittwochsvideo. Wir haben eigentlich alles, was aktuell ist und was mir jetzt groß so einfällt, haben wir durch. Naja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und macht was draus. Von abonnieren muss ich jetzt nicht erzählen. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten von euch jetzt zufällig hereinstolpern, sondern dass die meisten, die das jetzt hier gucken, Abonnenten sind. Na? Deshalb, schönen Abend. Und ja.